Servus, meine überaus sehr geehrten Damen und Herren, zur Lost Places Badgastein Teil 26 in dieser Serie. Ja, das erste Mal, dass ich bei den Lost Places nicht in Linz bin, sondern zwar noch in Österreich, in Salzburg, aber halt in Badgastein. Ja, wer da schon mal Skifahren war, wird mit Erschrecken festgestellt haben, bis zu Deppert, da gibt es eigentlich weniger Geschäfte, wo es einen Betrieb gibt, als leerstehende Geschäfte. Also es ist ein Wahnsinn, wie der Ort ausschaut. Obekommen, alles steht irgendwie leer. Und das ist so ziemlich der einzige Ort, das einzige Haus, wo man reinkommt. Wir haben gerade mit einem Einheimischen geredet. Der ist da auch ein wenig umeinander gegangen. Der war überaus freundlich. Und hat uns ein wenig was über die Geschichte erzählt. Eigentlich heißt es ja, dass einmal da eine Frau im Badgastein zu Gast war und Kur gemacht hat und nicht geheilt worden ist und dann gestorben ist. Ja, und eben die Angehörigen dieser Frau haben dann halt testamentarisch festgelegt, dass dieser Ort verfallen soll. Also das merkt man, also 3/4 des Ortes kann man abschreiben, da ist nichts mehr, da steht alles still, alles leer. Ja, und das wurde dann natürlich auch an die Nachkommen testamentarisch weitergegeben. Und seither steht halt eben alles still. Ja, wir sind hier gerade in einem Veranstaltungshaus, war das früher. Und wie gesagt, also vor den Liften, da wachsen schon die Zweige aus, wie in der Waldeckstraße, bei uns in Linz, die Küche schaut aus. Ich habe jetzt zwei Kartuschen mit, das heißt, es ist ein bisschen blöd zum Fotografieren, weil in der Dunkelheit ist meine Handykamera eher nicht so gut. Aber ich werde jetzt einmal versuchen, so gut als möglich. Und dann werde ich noch mal von draußen ein wenig dokumentieren. So, dann bis gleich. So, da ist halt eben jetzt diese Küche, von der ich gesprochen habe. Und das Haus hat zwei Stockwerke. Wir befinden uns jetzt gerade in der untersten Etage. Und jetzt werden wir schon langsam, aber sicher wieder aufstarten. Ja, und der Schimmelgeruch liegt auch in der Luft, also nicht zu empfehlen, da etwas länger zu verweilen. Alles undicht, überall regnet es einer und da schaut es auch, die Lifte, da die ganze Technik hängt drüber und da jetzt noch nicht bei den nächsten, gibt 4 Lifte. Da ist einmal die Steuerung eindroschen, natürlich das ganze Gebäude stromlos, ist eh klar. Und da, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sieht, nein, sieht man nichts, da wächst schon ein Gebüsch heraus. So, da die mittlere Etage. Also von der Bauweise her muss man ja sagen, ich meine, wenn man jetzt einmal das ganze Leerstände außer Acht lässt, ist ja Badgastein schon einer der ältesten Orte, die es überhaupt gibt. Kennt man auch ganz gut an den Bauweisen der verschiedenen Häusern. So, aber da in dem Stock gibt es ja nichts mehr Interessantes. Jetzt gehen wir auf. Nein, nein, dann passt schon, kannst du ruhig. Da ist er. Mit dem war ich heute oben auf der Hängebrücke, auf 2230 Meter, um exakt zu sein. 31 Euro kostet der Vorkarten. So, ja, ich würde sagen, das Haus haben wir mal besichtigt. Ah, jetzt geht's noch. Halt das.
Jetzt geht's noch ein wenig durch den Ort und dann würde ich schon wieder sagen, Servus und bis zum nächsten. So, und da jetzt noch eine kleine Führung durch den Ort, also das Haus. Bei uns in der Familie ist es so, dass wir jede Woche in den Semesterferien einmal Skifahren gehen. Also jedes Jahr eine Woche in den Semesterferien Skifahren. Immer schön Deutsch sprechen, dass sich jeder auskennt. Und wir waren da eigentlich immer in Bad Hofgastein. 3 Jahre lang. Jetzt eigentlich schon, ja, seit 6 Jahren sind wir woanders gefahren. Aber jedenfalls, damals ist das Gebäude auch schon leer gestanden da. Das ist eigentlich sozusagen das Hauptgebäude. Eingang zum Lesesaal, dann war da ein Friseursalon, eine Tabaktrafik und ein Optiker. Ja, und das verfasst halt auch alles mit der Zeit. Das ist übrigens auch testamentarisch verfügt, dass halt eben erstens einmal nichts gebaut werden darf und zweitens einmal, dass eigentlich verfallen muss. Also das ist wirklich festgelegt, dass da ja, dass die Bude mal früher oder später zusammenbrechen wird. So, ich würde sagen, das war eine kleine Reise durchs tiefste Ausland. Na, aber es war wirklich wieder mal interessanter, einmal ein wenig außerhalb von Linz zu filmen. Und dann würde ich schon wieder sagen, ja, der sagt da schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.